König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König Bube Dame Gast Podcast. Es wird langsam Herbst und auch ein bisschen Richtung Halloween. Und da haben wir uns dieses Mal ein Buch ausgesucht, das auch chronologisch ganz gut passt. Nämlich Der Werwolf von Tarka Mills. Und da es hier um eine kleine amerikanische Kleinstadt geht, noch kleiner als Castle Rock und so weiter, haben wir gedacht, wir laden uns dafür auch einen Profi ein, nämlich Travis J. Dow. Den kennt ihr aus mehreren Formaten, die er euch auch gleich vorstellen wird. Deswegen, hallo Travis, ist schön, dass du da bist. Hi, freut mich. Natürlich ist ansonsten auch wie immer der Jonas dabei, auch sehr schön, dass du da bist. Hallo. Und wie immer auch der Flo. Hallo Dela, schön, dass du dabei bist. Ausnahmsweise mal. Ja, Travis, wie gesagt, deine Stimme kennt man wahrscheinlich, wenn man uns hört, hat man sicherlich auch deine Formate schon mal in der Hand gehabt. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen, welche Formate du so machst und wer du so bist und so weiter und so fort. Also ich mache hauptsächlich ausschließlich Podcasts über Geschichte, so hat mit tschechische Geschichte und dann Geschichte der Wissenschaft, so Alchemie und das Ganze angefangen. Und meist auf Englisch, aber ich habe auch zwei Podcasts auf Deutsch. Eins über deutsche Geschichte, Geschichte der Deutschen heißt das. Das kennt man vielleicht, hoffentlich, ich hoffe. Und das andere ist Americana für euch. Das ist über amerikanische Geschichte, aber ja, also in einem lustigen Format erzählt. Manchmal auch sehr persönlich so. Und ja, im Deutschen war es das eigentlich auch schon. Ich übersetze das geheime Kabinett aufs Englische und mache da noch so halb Dutzend Projekte. Aber ich glaube, so jetzt das wichtigste Projekt im Moment sind Geschichte der Deutschen auf Arabisch, was ihr sowieso nicht verstehen könnt. Aber das übersetzt ein syrischer Flüchtling. Und demnächst, es gibt einen Podcast, das heißt Podcastnik, das ist das Beste von allem und ist auch ein YouTube-Kanal, wo man mich beim Stricken zuschauen kann und während ich Geschichten erzähle. Stricken, yeah. Und Past Access kommt demnächst, das ist mein Co-Moderator Pete Coleman sitzt im Rollstuhl und reist trotzdem durch die Welt und seine Abenteuer und was man wissen muss und man das überhaupt so vorgeht und das Ganze, das kommt demnächst, auch mit Video und so. Coole Sache. Ja. Ich werde euch das Ganze natürlich auch wie immer verlinken. Für die neuen Formate, gibt es da schon einen Link oder muss ich den erreichen, wenn es dann soweit ist? Für Podcastnik gibt es einen Link. Aber ja, Past Access kommt hoffentlich bald. Hoffentlich wenigstens okay. Ein Trailer oder Teaser. Okay, auf jeden Fall werde ich euch da auf dem Laufenden halten, sobald ich da alle Links dann zusammen habe. Und ja, nur ganz kurz, damit die Hörer dich einordnen können. Du bist halt zwar zu großen Teilen in Deutschland mit aufgewachsen und so weiter, aber ursprünglich hast du sehr nahe Bindungen nach Amerika. Genau. Ich höre mich doch wie ein normaler Deutscher an, oder? Akzent oder so, oder? Ja, immerhin, du sprichst mehr Deutsch als ich. Also von daher. Gut, dass du das gesagt hast. Ich komme eigentlich aus Oregon, also das ist an der Westküste nördlich von Kalifornien. Aber genau, wie du sagtest, ich bin mit 4 Jahren, als ich 4 Jahre alt war, ist meine ganze Familie nach Deutschland und das letzte Jahr, wo ich dort wohnte, da war ich 19 Jahre alt, 2001 oder so. Das ist schon eine Weile her, aber ich wohnte dann auch 10 Jahre in Prag und das ist ja nebenan. Okay. Aber wohne jetzt wieder in Kalifornien, genau. Okay. Gut, dann kann man dich jetzt schon mal erstmal ein bisschen einschätzen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an mit dem Buch. Und dafür würde ich dich wie immer um die zeitliche Einordnung bitten. Ja, wir sind diesmal im Jahr 1983. Während King mehr Koks und Alkohol wollte, da wollten die Fans mehr King. Und als ich ihm dann die Gelegenheit bot, eine Kalendergeschichte zu schreiben, sagte er zu. Kann ja nicht so schwer sein. Für jeden Monat so ein kleiner Abschnitt. Im Vorwort der Geschichte beschreibt er das Entstehen dieser einzelnen Kapitel, die so diese ganze Erzählung über ein Jahr verfolgen. Und er hat versucht, diese ersten Kapitel so auf das Kalenderformat anzupassen, also nicht unbedingt besonders ausführlich.
Und er beschreibt aber auch, dass die späteren Kapitel dann ein Eigenleben entwickelt haben und so ein bisschen länger geworden sind, so dass es dann doch nicht mehr möglich war, es als Kalender, wie ursprünglich geplant, zu veröffentlichen. Die Geschichte hat zwar nur die Länge einer Kurzgeschichte, wurde dann aber doch 1983 als limitiertes, eigenständiges Buch veröffentlicht, illustriert von Bernie Wrightson. Und 1985 folgte dann auch eine Ausgabe für den Massenmarkt, genauso wie auch die deutsche Ausgabe Der Werwolf von Tucker Mills oder Das Jahr des Werwolfs. Es gibt hier verschiedene Titel. Im Original A Cycle of the Werewolf. Im Jahr 85 erschien auch der Film Silver Bullet. Stephen King hat ja auch selbst das Drehbuch geschrieben. In verschiedenen deutschen Ausgaben ist dieses Drehbuch auch noch an die Geschichte drangehängt. Ob sie tatsächlich genug für einen Film hergibt oder für ein eigenständiges Buch, das werden wir heute diskutieren. Und Jonas erzählt uns jetzt mal, worum es in diesem Jahr geht. Das kleine Städtchen Tucker's Mills wird von einem Werwolf heimgesucht. Es ist nicht ganz klar, wo der herkommt, aber er ist da. In der ersten Jahreshälfte gibt es jeweils ein Opfer, ein Opfer pro Vollmond. Insgesamt 6 Opfer, 4 Männer, eine Frau und ein Kind. Während einer der Mordnächte träumt Reverend Lester Lowe, wie sich seine Gemeinde und auch er selbst in Wölfe verwandeln. Und am nächsten Tag findet er dann den Küster in seiner Kirche ermordet vor. Im Juli wird dann der junge Marty Koslaw von einem Werwolf angegriffen, als er gerade heimlich mit Feuerwerkskörpern spielt und es gelingt Marty dann, dem Wolf einen Knallfrosch ins Gesicht zu werfen und der explodiert dann auch genau vor dessen Auge. Er wird dann bis zum Ende der Sommerferien zu Verwandten außerhalb gebracht, um ihn vor dem vermeintlichen Serienmörder zu schützen, den die Polizei für den Täter der ganzen Morde hält. Das Opfer im August ist dann der Polizist Neary, der Martys Geschichte für völlig unglaubwürdig hält, weil schließlich gibt es nur einen Menschen in der Stadt, der zurzeit eine Augenklappe trägt und der scheint über jeden Zweifel erhaben. Im September ist dann kein Mensch das Opfer, sondern eine Schweineherde wird von einem Wolf abgeschlachtet. Und im Oktober werden ja gerissene Rehe nach der Vollmondnacht gefunden. Und es formiert sich eine Art Bürgerwehr, die nach dem Herbst Jagd auf den Wolf machen will, wenn die Bäume kahl sind und Schnee liegt, damit man die Spuren besser sieht. An Halloween erkennt Marty dann, wer ihn angegriffen hat. Er ist nämlich unterwegs, Süßkram einsammeln und steht auf einmal vor Reverend ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und ja, der trägt eine Augenklappe und erkennt auch die Gesichtszüge wieder, die denen des Wolfs wohl sehr ähneln. Der Reverend ist sich inzwischen auch bewusst, dass er für diese Morde verantwortlich ist. Nachdem er immer öfter mit Verletzungen und zuletzt auch mit einem fehlenden Auge aufgewacht ist, nachdem Vollmond war. Und er hält auch anonyme Drohbriefe, von denen wir wissen, dass sie von Marty stammen. Im November fährt der Reverend dann nach Portland, um der Bürgerwehr aus dem Weg zu gehen, zu Vollmond, und tötet dann da trotz der Distanz einen Einwohner seiner Stadt, der sich da mit einer Prostituierten vergnügen will. Marty schreibt letztendlich nicht mehr anonym seine Briefe, sondern unterschreibt mit seinem echten Namen. Von seinem Onkel Al hatte sich 2 Silberpatronen besorgen lassen, also er hat die extra anfertigen lassen. Und zusammen mit Al wartet er dann in der Silvesternacht im Wohnzimmer auf den Wolf. Der springt dann letztendlich auch durch das Fenster. Marty erledigt ihn mit den 2 Kugeln und der Wolf verwandelt sich dann vor ihren Augen zurück in den Reverend. Sehr schön. Ich danke dir für die Zusammenfassung. Sehr gerne. Und wie gesagt... Du hast ja gar nicht den Raketenrollstuhl erwähnt. Jetzt ist die Kommen Frage... Wir noch drauf. Jetzt ist die Frage, wollen wir generell... Das ist, wie gesagt, eine sehr kurze Geschichte. Ich persönlich bin der Meinung, eine richtige Charakterisierung ist hier schwierig. Dann würde ich es eher insgesamt in einem Gesamtabriss zu den Details besprechen, die Charaktere, wenn ihr nichts dagegen habt. Das ist sehr gerne, weil... Zu den einzelnen Personen habe ich nicht viel zu sagen.
Gut. Aber bevor wir das machen, wie war denn erstmal euer erster Eindruck zu dem Buch? Hat es euch gefallen? Fandet ihr es nervig? Fandet ihr es gruselig? Fandet ihr es schön? Travis? War cool geschrieben, war auf jeden Fall so ein bisschen so Cookie Cutter, so nach einem bestimmten Format, so Werwolf-Geschichte und das auch zum Beispiel, was direkt am, also Vollmond musste in dem Jahr am Valentine's Day oder Valentinstag passiert haben musst und am 4th of July, also Independence Day und irgendwie Tag vor Halloween. Also so ein Jahr ist eigentlich astronomisch unmöglich. Also ist schon sehr, aber hat super gepasst. So beim Lesen merkt man das nicht. Und der Onkel, den muss ich erwähnt haben, also das ist auf jeden Fall Lieblingscharakter ist der Onkel, weil der ist einfach viel zu cool. So fetzt immer, der hat irgend so ein, war das ein Cadillac oder ein Mercedes oder irgend so? Mercedes. Ein Cabrio Mercedes und fetzt dann immer, einfach wie das beschrieben wird, wie er so wegfährt, so viel zu, also irgendwie so Screeching Tires und keine Ahnung was. Und ja, das, was du übersprungen hast am 4. Juli, die Firecrackers, die Knaller und das Ganze. Ja. Das ist erstmal sehr, also fast zu cool. So, das muss schon ein sehr cooler Onkel sein, der die Befehle von der Mutter ignoriert. Und dann eben die Silberkugeln. So, was? Also, wer lässt für seinen Neffen Silberkugeln? Also, der ist einfach zu cool. So, der ist einfach zu perfekt für, geil, okay, für Marty. Stimme ich dir vollkommen zu, ja. Aber eben toll zu lesen. Also, ja, yeah, super entertaining und spannend und das Ganze. Mhm. Und übrigens, ich sollte erwähnt haben, es heißt Lester Lowe und Marty Koslaw. So wird das ausgesprochen. Da wirst du bei uns kein Glück haben mit diesem Podcast. Aber wir danken dir für den Hinweis, wir werden ihn nur sorgfältig ignorieren. Aber Marty, ja, yeah, was auch immer, ja. Yeah. Aber Lowe ist, weil es gibt hier auch Lowe's Hardware. Und es wäre Koslaw, wenn man das falsch ausspricht, dann hört sich das an wie, wie das boah, ist. Dieses Cabbage, dieses Krautsalat. Ja, Koslaw. Es ist fast so geschrieben. Koslaw. Komisch, ja, deswegen Koslaw, ganz sicher. Oder man müsste eigentlich den Film gucken von 85 oder wann auch immer. Dann wird man es wissen. Mhm. Boah, ja. Bevor wir ganz kurz weiterreden, wie ist denn das bei dir mit King-Erfahrung so generell? Wie viele hast du schon gelesen? Bist du Fan so generell oder hast du relativ wenig King-Erfahrung? Ich würde sagen, das war so meine wahrscheinlich erste Erfahrung in Sachen so Horror, so auf jeden Fall für Bücher, auf jeden Fall, mhm. So die ersten 10 so Thriller oder keine Ahnung was Bücher waren, auf jeden Fall Stephen King und dann irgendwann mal, ich glaube so als Jugendlicher und ich glaube diese Erkennung haben viele, aber irgendwie so als 15-Jährige saßen wir irgendwann mal dann und ich habe einfach Filme nachgebinged, so das war schon, keine Ahnung, Mitte 90er oder so, aber ich war zum ersten Mal in der USA und ich hatte einen Kumpel mit einer Wand voller dieser VHS-Videokassetten. Und wir sind einfach eins nach dem anderen durch, so die 8-Stunden-Version von The Stand und die 6-Stunden-Version von It. Und dann irgendwann mal fällt mir auf so, ach, dieses Horrorfilm ist auch Stephen King? Oh, das ist auch die Stephen King? Like Shawshank Redemption ist Stephen King? Und einfach so eins nach dem anderen so, oh, das ist alles Stephen King? Like, was schreibt der? Und dann eigentlich, ja, also so vor ein paar Jahren schon jetzt, hat mich das auch interessiert, einfach wie er so kreieren kann. Also ich habe dann einfach alle Interviews von Stephen King, also ihn als Mensch und Person, fand ich faszinierend, weil ich mache auch sehr viel, also ich produziere sehr viel, aber der ist schon irre. Und stellt sich raus, sein Geheimnis ist nur, oder das wisst ihr bestimmt schon, aber er schreibt 7 Seiten am Tag. Punkt. Mhm. Also komm es, was will. Und mehr oder weniger nicht. Und dann sage ich, okay, cool. Ja, aber nee, also ja, also Fan. Nicht alles, was er macht, ist gut. Und deswegen sagte ich vorhin Cookie Cutter. Also manchmal ist es so nach bestimmten Rezept. Oder ich komme mir so vor, eben genau wie Cycle of the Werewolf oder wie auch immer das heißt, wo er
Und die Idee ist so, mach einen Kalender von einer Vollmond- oder von einem Werewolf-Geschichte. Und mehr ist da gar nicht dahinter. Und dann so, okay, was wäre Januar, was wäre Februar? Und das ist so fast so typisch Kalender, so wegen Valentinstag und was auch immer so super typisch ist für den Monat. Aber trotzdem immer entertaining, also einfach irre, wie viele Filme von seinen Büchern gemacht wurden. Und sie sind alle schlecht. Also ich glaube, das ist immer relativ, Stephen King-Fan. Wer ist bitte nicht Steve, also wer mag ihn nicht? Und warum nicht? Das wäre eigentlich eine viel interessantere Frage. So, weil klar, wenn man sagt, du magst Stephen King nicht? Okay, aber Shawshank Redemption? Oh ja, bester Film aller Zeiten. Okay, aber das ist King. Oh, really? Also irgendwas ist immer für jeden, glaube ich. So, ja. Aber du hast auf jeden Fall schon mal Kontaktpunkte dazu gehabt. Weil wir haben auch mit Leuten schon gepodcastet, die Stephen King noch nie in der Hand hatten. Deswegen ist nein, die es nicht wussten. Ich wette eben schon. Ich meine, ich musste Stephen King in der Schule lernen. Aber einfach zu checken, diese Geschichte, die ich schon 10-mal gelesen habe. Aber okay, meine Mutter liest eine Menge und sie war Stephen King-Fan. Und die hat mir schon dieses fette Nightmares of irgendwas. Mhm. Einfach ein richtig dickes Buch mit Kurzgeschichten. Auch da habt ihr auch Folgen draus gemacht von manchen von den Geschichten und so. Das habe ich als Jugendlicher gelesen. Also schon, da waren vielleicht 100 irgendwas Geschichten von King. Mhm. Und dann kommen eben auch Muster raus. So, so schreibt er oder einfach so eine lächerliche Idee, aber so packt er das an. das checkt man dann ein bisschen und dann denkt man sich so, hä? Dieser Film ist bestimmt Stephen King. Und dann guckt man bei IMDb oder Wikipedia so, ja, tatsächlich. Ja. Okay. Das stimmt schon, ja. Das stimmt, ja. Meine Mutter war schon Fan. Okay. Ja. Gut, Jonas, wie sieht's denn bei dir aus? Wie hast du denn den ersten Eindruck so gehabt von der Geschichte? Wir haben ja jetzt schon uns durch das eine oder andere durchgequält. Mein erster Gedanke war so nach den ersten paar Monaten, oh mein Gott, wie fasst das zusammen? Jeder Monat ist sehr kurz und du musst es dann nochmal zusammenfassen, also wird's am Ende vielleicht genauso schlimm oder genauso lang fast wie die Geschichte selbst. Ich war dann sehr froh, dass sich eine richtige Geschichte draus entwickelt hat, wenigstens einigermaßen. Mhm. Und das, die letzten 2 Monaten, genau. Weil ansonsten hätte ich quasi die Zusammenfassung sagen können, okay, es gibt 12 Monate, in jeder wurde ein Mensch getötet, fertig. Fast ein Märchen, fast so einfach so eine Geschichte, so Hansel und Gretel irgendwie, so ganz kitschig fast, ein bisschen. Aber dann am Schluss, war das so typischer King-Werk. Ja, also das war dann doch besser. Also ich hab die Entwicklung so nicht gesehen. Anscheinend, weil sie auch nicht so geplant war, aber es war okay. Ich habe Besseres von ihm gelesen, aber auch viel Schlechteres. Okay. Und Flo, bei dir? Ja, es tut nicht weh, da hast du recht. Die Idee finde ich eigentlich gar nicht schlecht, so eine Kalendergeschichte. Und du hast auch recht, man merkt, dass er am Anfang gar nicht wusste, wo er hin wollte. Er hat einfach drauf losgeschrieben, Januar bringt er den um, Februar bringt er den um. Und irgendwann ist dann Martin in dieser Geschichte aufgetaucht und da hat er dann gedacht, okay, jetzt muss ich doch mal irgendwie gucken, wie ich es zu Ende bringe. Es ist tatsächlich, es ist nicht nur leicht zu lesen, weil es so kurz ist, sondern es einen guten Flow, es geht schön durch. Also gar nicht mal so übel, würde ich erst im ersten Blick sagen. Mhm, okay. Naja, also was mir halt an der Geschichte gefallen hat, also erstmal habe ich mich ein bisschen betrogen gefühlt. Weil ich hatte das zwar schon mal gelesen, irgendwann hatte es aber schon wieder vergessen. Und ich hatte eben vor allem vergessen, dass das Ding so kurz ist. Das heißt, ich habe dann nach Friedhof der Kuscheltiere gedacht, okay, du bist ja fast am Ende des Jahres mit den Sendungen, die wir noch machen müssen. Dann liest du das jetzt schnell und hab aber gedacht, du wirst so 2-3 Tage damit beschäftigt sein. Ja, also war's. Ich hab das Buch in 20 Minuten ungefähr gelesen gehabt dann und kam mir auch ein bisschen verarscht vor. Aber ich muss sagen, er hat in den 20 Minuten echt meiner Meinung nach ein vernünftiges Buch versteckt. Ich hatte da echt einen gewissen Spaß dran an der ganzen Sache. Also ihr habt irgendwie eine kurze Geschichte geschrieben auch. Also Marty wurde so ganz oberflächlich dargestellt, so zweidimensional. Also ja, es ist eigentlich, dass es als Buch gedruckt wurde, finde ich ein bisschen. Aber ja, die Geschichte selber war schon okay.
Ihr habt alle nur die Geschichte gelesen und nicht das Drehbuch? Ja, weil ich hatte das Drehbuch nicht. Ich hätte nur die Geschichte gelesen, aber dafür auf Englisch und Deutsch. Ich hab's gehört, ohne Drehbuch. Oh. Hat jemand den Film gesehen? Hat jemand den Film gesehen von 85? Ja, schon ein paar Monate her habe ich geguckt. Okay, ich war neugierig, als ich gemerkt habe, dass es einen Film gibt, aber ich dachte mir, das muss auch schlimm sein, oder? Wie war's? Was kannst du dich daran erinnern? Flo steht auf schlechte Filme. Flo ist da kein gutes Beispiel. Okay. Ja, es kommt drauf an. Ich mag, also so vor allem 80er-Filme, die sehe ich mit einem anderen Auge und grinse auch oft ganz dumm, einfach weil es so kitschig ist irgendwie. Aber 80er-Horrorfilme machen einfach Spaß, egal, selbst wenn sie schlecht sind. Das ist was anderes. Ich bin riesen like Jason und Freddy und also, you know, Nightmare on Elm Street und diese Dinger-Fan. Also die liebe ich wirklich, ja. Genre für sich eben, ja. Aber da ist Stephen King auch gut aufbewahrt. So, also das passt dann auch so zu den kitschigen 80er-Filmen. So. Aber ich würde euch trotzdem widersprechen in dem Ding, dass, gut, ich gebe euch recht, Marty als Person ist eindimensional gezeichnet. Das ist richtig. Aber ich finde trotzdem, er hat in dem Buch und in den paar Seiten, die es hat, trotzdem mehr Dimensionen versteckt, gerade so in Hinblick auf Umgang mit Behinderung und solchen Sachen, als zum Beispiel Tiefgang in Cujo steckt, finde ich. Ja, ich finde, da kenne ich ein Zitat, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat überhaupt, aber er sprach über Dickens. Und Dickens, man kann sich, also innerhalb von ein paar Paragraphen hat er einen Charakter so beschrieben, mit bestimmten Zügen oder einfach, weil die bestimmte Dinge machen oder einfach irgendwas, was ein bisschen zweidimensional ist, aber das Zitat ist irgendwie, aber wenn man um einen Dickens-Character gucken will, geht das auch nicht. Also wenn man um die Ecke guckt, ist dann immer mehr da irgendwie. Und das ist einfach so ein bisschen so das Genie von Dickens. Und genau das Gleiche würde ich sagen mit Kings Kurzgeschichten. Die Characters sind alle da und das sind wirkliche Menschen, wo man sich auch selber so reinsetzen kann oder wo man mitfühlt oder gegen oder was gegen hat. So, also das macht er richtig gut und das macht er auch so dieser einäugige Priester oder also das Ganze, also den konnte man sich auch vors Gesicht vorstellen, genau. Also und sehr leicht, also man hat sofort ein Bild vors Gesicht mit Kings Characters und das Ganze. Mhm. Einfach wie die sprechen. Und einfach, was ich bemerkt habe, ist, jedes Verb ist ein komisches, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch, ist mir auf Deutsch nicht so aufgefallen, aber im Englischen musste ich fast hin und da überdenken, so, das ist das erste Mal, wo ich dieses Verb so benutzt höre oder lese. Mhm. Einfach total kreativ, einfach, aber immer Verber, also immer so die, was die machen, so die Tunwörter, sind immer so, es geht keiner, sondern eher keine Ahnung. Like, er schreitet halt. Es geht keiner, man schreitet. Nicht mal, aber irgendwas, was ich nur einmal gehört habe. So wirklich so was ganz Merkwürdiges, wo ich mir denke, so in diesem Kontext ist es, ja, also aber perfekt halt. Und dann denke ich mir auch, also so, ich denke mir dann auch so, wie leicht ist das ein Talent von King? Ist das was ihm zum Genie macht? Aber in diesen Verben stellt man sich was ganz Bestimmtes vor und das ist immer mit der Person verbunden. So das darauf wollte ich hinaus. So wenn man sagt, er schlängelt sich durchs Zimmer, dann hat man auch so, ah, da ist ein bisschen hinterlistig oder also da kommen einfach so 10 andere Ideen dahinter, obwohl er einfach bloß einen Satz schrieb irgendwie. So das ist King und das ist auch so dicke, also so die Meister von Kurzgeschichten und so. Das hat King eben auf jeden Fall auch. So Marty Kostler kann man sich auf jeden Fall so auf der ersten Seite irgendwie vorstellen, finde ich. Und ist auch total sympathisch und man cheert für ihn, also man ist für ihn und das Ganze, also klar, ja. Na, aber da würde ich gar nicht mal unbedingt auf deiner Seite sein, dass das King generell kann. Also, wie gesagt, ich habe mich ja nun jetzt zweifellos durch einige schlimme Bücher gequält mit diesem Podcast. Und da muss ich wirklich sagen, ich hatte an dem Buch, gerade mit dem Sprachstil, wie du schon sagtest, sehr, sehr, sehr viel Spaß und auch viel mehr Spaß als mit vielen, vielen anderen Büchern von ihm. Ja. Yeah. Ich frage mich, wie das nächstes kommt. Ich frage mich, wie natürlich das für King ist oder
ob er da wirklich mit dem Thesaurus, also so ein Duden oder Wörterbuch da sitzt oder, weil das ist teilweise einfach irre Genie, einfach so, wie kommt der überhaupt auf diese, so, ja, ich glaube, da wollte er wirklich den Englischlehrer rauskehren mit dem Ding. Mhm, da saß er besoffen in seiner Ecke, hat geguckt, hatte das Hirn voller eigentlich guter Ideen, die er wahrscheinlich in seinen anderen Romanen so nicht einbauen kann, weil es nicht ins, das würde halt nicht in den richtigen Roman reinpassen. Weil in einem richtigen Roman musst du ja, sag ich mal, mehr Handlung und mehr Emotionskram und sowas reinbringen. Und hier kannst du eben das Ganze wirklich über den Stil machen. Und sonst hat er die Gelegenheit halt relativ selten, glaube ich. Ja. Solche Kurzgeschichten von ihnen, manche sind wirklich so. Ich glaube, ist nicht Shawshank Redemption einfach selbst eigentlich eine ziemlich kurze Geschichte? Ja. Ja, eine Novelle war das. Okay, right. Genau. Ja, ist ein riesen dreistündiger Film oder keine Ahnung wie lang. Ja, Wahnsinn. Wenn man sich Marty im Film mit anguckt, hat er sogar noch mehr Charakter, aber ich finde auch, dass er in der Geschichte wirklich gut dargestellt ist, auch wenn er nur wenig vorkommt. Im Film übrigens gespielt von Corey Haim, einem der 80er Jahre Corys, die kennt man vielleicht. Und im Film... Wollte ich eigentlich geguckt haben, bevor für die Folge. Der Film ist tatsächlich gar nicht so schlecht, also den kann man sich mal antun. Bevor wir jetzt weiterreden, reden wir mal so allgemein, wie gesagt, über die Charaktere. Was ich halt hier wirklich finde, ist... Oh, der Onkel. Können wir noch weiter über den Onkel reden? Machen wir gleich. Oder? Oh mein Gott. Ja, sorry. Aber generell, also was mir hier aufgefallen ist, wir haben hier halt wirklich erstmal den klassischen Kleinstadthaufen. Wir haben hier Säufer, wir haben Arbeiter, wir haben die klassischen Angeber, wir haben die Schicksalsgeplagten, wir haben den Priester, die religiösen Figuren, wir haben wie immer den Lehrer, wir haben auch den Frauenschläger, den wir natürlich auch bei Cujo und so weiter schon hatten. Was mir hier auch wieder ganz krass aufgefallen ist, die Frauenfiguren sind auch wieder alle schroff und lieblos und entweder hysterisch oder Opfer. Und keiner von den eigentlichen Figuren hat jetzt, so wie sie ausgearbeitet sind, erstmal eine Tiefe. Aber wie gesagt, durch den Sprachstil und den Schreibstil und so weiter und so fort, schwingt da eine Konnotation mit, die er sich in anderen Büchern nicht erlaubt. Und ich würde euch auch widersprechen, wie gesagt, dass Marty als solcher gut gezeichnet ist, sondern Marty wird gezeichnet durch die Reaktion von anderen auf ihn. Und da würde ich ganz gerne nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Weiß nicht, ist das nur mir jetzt grundsätzlich erstmal aufgefallen, weil ich ja aus Gründen für das Thema ein bisschen sensibel bin, oder ging euch das auch so? Jetzt müsste ich dann nochmal überlegen, weil ich dachte, selbst wie Marty gehandelt hat, war einfach, also es war schon fast ein Klischee-Held, aber man war auf jeden Fall so auf seiner Seite, also hatte ich so das Gefühl, aber jetzt genau warum oder so, da müsste ich jetzt nochmal, glaube ich, gucken. Also da kannst du schon recht haben. Vielleicht war das durch das Handeln von anderen. Irgendwie tat er mir leid oder war einfach so, der wird ja auch ständig unterschätzt. So. Und das genau ist so der erste Underdog. Aber ich bin immer so, ich roote for the Underdog. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, aber genau das ist das, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass er so als Held wirkt, sage ich mal. Aber du meinst nicht wegen seinen eigenen Handlungen, sondern... Doch, ich meine schon, also mein Gedanke ist der, dass man seine Handlungen so bewertet und so, dass man ihn auch so mag und so weiter und so fort, ist nicht, weil jetzt unbedingt es so cool ist, dass er dem Werwolf jetzt einen Knaller ins Gesicht schmeißt, ist zwar cool, aber würde man jetzt wahrscheinlich bei einem normalen Charakter die Schultern zucken. Aber cool wird das Ganze dadurch, weil er eben dargestellt wird von seiner Mutter ist die ganze Zeit um ihn am Rumwuseln und am Rumverbessern und ist schroff und mehr oder weniger gemein zu ihm. Sein Vater ist die ganze Zeit auch sehr distanziert zu ihm, unterschätzt ihn halt auch völlig, will mit ihm eigentlich auch gar nicht so richtig viel zu tun haben. Und seine Schwester ist genauso. Das ist so ein hilfloses mit den Armen fuchteln. Das ist also schon fast ja ein bisschen Cinderella, wie heißt das? Genau, Dornröschen. So ein, aber ich meine, also das ist einfach ein typisches, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Faulheit an King war, also so will ich das nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein typisches so,
ja, Muster so für Geschichten schreiben auf jeden Fall. Also so Character-Ding. Ob ich es jetzt gut finde? Ich finde, es ist sehr 1980er einerseits. Also wenn er die gleiche Geschichte heute schreiben würde, würde er immer noch die Mutter so schreiben. Also das Ganze, also das Buch als Gesamt grenzt schon fast, wie du fast drauf andeutest, so, das ist fast ein bisschen politisch inkorrekt, wie einfach, wie Männer versus, also im Gegensatz zu Frauen dargestellt waren. Das stimmt schon, aber das ist fast in allen Werken der 1980er und davor. Ja, aber Punkt ist, ja, das ist, natürlich stimmt das. Also das ist gut erkannt, ja. Und es ist mir auch nicht so aufgefallen, aber jetzt würde ich es nochmal mit dem im Gedanken nochmal lesen, dann, ja, vielleicht sehe ich auch Marty, vielleicht war auch Marty ein bisschen ungeduldig hier und da oder so, aber sonst stimmt, es ist very stereotypical, wo man will sofort auf Seite 3 will man schon Mitleid mit Marty haben und man hat schon den Gedanken im Kopf, wie ich auf jeden Fall hatte, so, er wird unterschätzt und das kann eben sein, wie die Schwester auf ihn reagiert oder ja, Eltern und so, auf jeden Fall, ja. Das stimmt schon. Flo und Jonas, wie ist euch das denn? Also wie gesagt, was mir das Buch wirklich in einem Maßstab entgegengehauen hat, ist wirklich dieser Umgang mit Behinderung und dieser ganzen Thematik. Vor allem im Vergleich auf Friedhof der Kuscheltiere. Habt ihr das auch überhaupt als Punkt in dem Buch gesehen? Oder wie gesagt, lese ich das da nur rein? Ich fand... Jonas? Ich fand den Vater recht nett beschrieben, weil man kann sich diese Situation vorstellen, halt dieser Widerspruch, den er hat. Als Sportlehrer eigentlich ist er lebhafte Kinder gewohnt und sagt. Darf ich ganz kurz, Jonas, bevor du das ausführst, ich hab das nämlich zitiert, dann würde ich das Zitat mal kurz vorlesen. Ja, gerne. Die Wahrheit ist, dass Marty seinen Vater Hermann Kosler ein wenig nervös macht. Hermann lebt in einer Welt äußerst aktiver Kinder. Kinder, die rennen und toben und Basebälle wegschmettern und Staffelwettschwimmen veranstalten. Und während er diese sportlichen Aktivitäten überwacht, schaut er gelegentlich auf und sieht Marty irgendwo in der Nähe in seinem Rollstuhl sitzen und den anderen Kindern zuschauen. Das hatte Hermann schon immer nervös gemacht. Jetzt kannst du weitermachen. Ja, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, wenn man jemanden trifft. Ich denke dann, wie ich dich das erstmal getroffen habe. Habe ich gedacht, okay, wie machst du das jetzt? Drückst du? Und wenn ja, nicht so fest und überhaupt? Also, da ist halt so eine gewisse Unsicherheit. Und wenn man das permanent hat beim eigenen Sohn, das stelle ich mir sehr schwer vor. Gerade wenn man halt es so überhaupt nicht aus seinem Alltag gewohnt ist eigentlich. Und auch jedes Mal wieder rausgerissen wird quasi. Das, ja. Ja, das fand ich so das Eindrücklichste an diesem Umgang mit Marty im Rollstuhl. Flo, du wolltest auch gerade was sagen? Ich finde, Marty an sich ist so das klassische Horror-Trope. Also er ist das Kind, das als einziger das Böse wirklich erkennen und sehen kann und das eigentlich mehr weiß als alle anderen um ihn herum. Und das wird aber dadurch nochmal ausgehebelt, eben gerade durch diese Behinderung. Und das finde ich eigentlich gut dargestellt. Du hast recht, sein Charakter wird dadurch geprägt, wie die anderen auf ihn reagieren. Gerade im Drehbuch und auch im Film ist die Schwester noch viel, viel schlimmer als in der eigentlichen Geschichte, in ihrem Umgang mit ihm. Und dadurch wird Marty irgendwie nochmal hervorgehoben. Das stimme ich euch eigentlich auch so weit zu. Ich würde an der Stelle nochmal die anderen zwei Stellen zitieren, die mir da in dem Kontext ebenso extrem aufgefallen sind, wie halt seine Familie auf ihn reagiert. Das Zitat vom Vater habe ich ja gerade schon vorgelesen und jetzt die Schwester. Einmal hatte er versucht, seine Beine mit beiden Händen zu bewegen und war hilflos kopfüber auf den Fußboden gepurzelt. Du willst dich wohl umbringen, was? Und dann war sie weinend aus dem Zimmer gerannt. Und dann noch die Beschreibung der Mutter. Sei nicht albern, sagte seine Mutter schroff zu ihm. Sie behandelt ihn oft recht schroff und wenn sie diese Schroffheit sich selbst gegenüber rechtfertigen muss, und sagt sie sich, dass sie den Jungen nicht verwöhnen darf, nur weil er behindert ist und sein ganzes Leben im Rollstuhl wird zubringen müssen. Und dann gibt's noch eine Stelle. Einmal gegen Ende der Unterhaltung lachte sie, und ihr Lachen hörte sich kein bisschen schroff an. In Martys Nähe lachte sie kaum jemals. Und ich fand halt wirklich diese, in diesem ja eigentlich komplett substanzlose Buch,
so eine Thematik erstmal überhaupt aufzumachen, grundlos ja eigentlich, denn wir haben ja schon gesagt, diese Thematik von dem eigentlich hilflosen Kind, das das Böse als einziges erkennt und deswegen auch dem entgegentreten kann, das hättest du auch komplett ohne diese ganze Thematik mit der Behinderung machen können. Und das fand ich eigentlich ein ziemlich relevantes oder interessantes Element in der Geschichte. Aber das fand ich gerade so anders. Oh man, da habe ich so eine andere Meinung eigentlich. Ich denke mir, wie viele. Es ist eine Frage von Representation. Also wie ich viele. Ich finde das auch geil, nur dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich finde das genial. Es fand ich nur interessant, weil du das in dem Buch von 1900 irgendwas nicht erwartest. Na, ich genau. Und ich finde gerade deine Reaktion irre faszinierend, weil ich habe so die Frage so. Also King hat diese Erfahrungen nicht. Also, und deswegen, er wird auch bestimmt Fehler machen oder weiß einfach bestimmte Dinge nicht, wie man wirklich denkt oder wie es wirklich sein wäre, sage ich mal. Und du schon oder mein Kumpel Pete auch. Mhm. Und wenn die jetzt sowas lesen, ihr seid wahrscheinlich auch gar nicht die Hauptaudienz oder das Publikum, sondern das ist einfach der Durchschnittsperson. Und das ist einfach total, okay, jetzt wurde es, die Frage ist dann so, wird es missbraucht oder ist es, ich meine, wenn es jetzt nicht, es ist ja ziemlich schwarz-weiß, wenn es jetzt nicht der Hauptprotagonist oder Held war, sondern der Bösewicht, dann wäre es ja so, hey, wait a minute, what the fuck is, you know, warum muss jetzt der Villain im Rollstuhl sitzen oder so, also da wäre es ganz komisch, aber eben, weil es ein Kind ist, dann ist es sowieso okay, das ist, ist dann auch das Buch für Jugendliche, und ich denke mal, ja, also Werwölfe und so weiter. Ich glaube einfach, dass dann ein Protagonist im Rollstuhl sitzt, finde ich für 1983 einfach fast Martin Luther King-mäßig, ehrlich gesagt. Also für mich jetzt persönlich, nee, aber ich bin gar nicht anderer Meinung von dir oder ich denke nicht, dass du falsch liegst oder so, sondern einfach, ich finde es bloß interessiert, wie du denkst oder was deine Meinung hier ist, weil für mich, also ich denke mir einfach so, das ist so geil, dass ich ihm da 1000 Fehler erlaube, weil er hat es ja wenigstens versucht. Nein, ich sehe die Fehler auch nicht unbedingt. Pete wird mir da ankommen und sagen mit einem roten Kopf und das ist dumm gemacht und bla, warum hat er eigentlich und bringt mich zum Denken. Das ist halt immer was Gutes, ja klar. Travis Ming, ich glaube, wir verstehen uns da falsch. Ich unterstelle ihm hier nicht mal Fehler. Im Gegenteil, ich unterstelle ihm hier sogar, dass er es verdammt gut getroffen hat, wie nun mal die Realität ist. Da bin ich voll bei dir. Ich finde das auch nicht fehlerhaft oder wie auch immer, sondern es ist einfach die Realität. Erstens finde ich es schon mal verwunderlich, dass er das überhaupt thematisiert. Großartig verwunderlich, aber trotzdem verwunderlich. Zweitens, wie gesagt, fragte ich euch halt, weil ich weiß, dass ich sehr gerne solche Sachen, aus Gründen halt, ich lese die sehr stark. Ich glaube, jemand, der Leute wie mich zum Beispiel überhaupt nicht kennt und damit überhaupt keine Berührungspunkte hat, der würde, glaube ich, diesen Aspekt überhaupt nicht wahrnehmen in dem Buch. Was auch okay ist, was vollkommen in Ordnung ist. Aber was ich eigentlich auch genial finde, dass jemand im Rollstuhl sitzen kann und man merkt es gar nicht. Oder, you know, man denkt gar nicht drüber nach. Außer, dass es halt wirklich, also wie er schreibt, ist es ganz offensichtlich. Aber, und doch ist es einfach kein Ding. Also das ist einfach total, ich fand es schon interessant einfach. Der Charakter wird nicht über die Behinderung definiert. Das finde ich auch das schön. Darauf wollte ich hinaus. Genau. Ja. Und vor allem, was halt hier noch interessant ist, wir haben ja ganz oft, auch bei King, das verwendet er ganz oft, ist eben diese Thematik a crooked mind and a crooked body. Das heißt, wir hatten es ja in der letzten Folge bei Friedhof der Kuscheltiere, die behinderte Schwester, die auf dem Dachboden wohnt und dann irgendwann stirbt und aber quasi der Fluch der ganzen Familie ist und das Böse personifiziert. Und dass er jetzt wirklich ein Buch später quasi das Ganze völlig notlos so umdreht, finde ich richtig geil. Aber fand ich halt beachtenswert. Da habe ich dich vielleicht tatsächlich ein bisschen falsch verstanden. So. Ja, aber genau. Ich finde es einfach, weil es so selten ist, finde ich es halt. Genau. Vielleicht ist es auch. 83. Ja, 83, genau. Vielleicht ist es auch so gut,
weil die Geschichte so kurz ist, da hat er nicht so viel Zeit gehabt, es zu versauen. Richtig, stimme ich dir vollkommen zu. Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch nochmal über den Onkel. Und den fand ich auch persönlich richtig geil, weil er der Einzige ist, der mit Marty eher interagiert wie mit einem Menschen. Und alleine dadurch hat der Mensch bei mir schon 1000 Pluspunkte, weil ich den genial finde. Davon abgesehen, dass das auch schon für einen gesunden Jungen wahrscheinlich ein saucooler Onkel wäre. Aber nur die Tatsache, dass er mit Marty interagiert wie mit einem echten Menschen, macht ihn mir unglaublich sympathisch. Mhm, dass er ihn irgendwie sofort glaubt oder ich weiß gar nicht, es ist nicht klar, ob er ihn glaubt oder nicht, aber er respektiert ihn genug, dass er einfach, also zum Beispiel jetzt die Silberkugeln, dass er die Silberkugeln gießen lässt. Genau. Vielleicht ist er ja, hat er ja Zweifel im Kopf, das kann ja sein, aber er macht es trotzdem, weil er einfach sagt, das ist mein Neffe Marty und der hat sich sehr ernst angehört oder keine Ahnung und aber nicht mal so. Ich meine, das ist schon eine harte Nummer deinem, ich weiß gar nicht, wie alt ist er beschrieben, 12 oder 13 oder so? Deinem zweijährigen Neffen. Mit dem Revolver, so drückt er. Das ist schon eine ganz schön harte Nummer. 10 Jahre alt ist er erst. Okay, das macht's noch besser. Nein, aber alleine die Tatsache, dass er ihn einfach auf die Autofahrten mitnimmt. Wo auf in seinem gesamten Umfeld würde niemand auf die Idee kommen, Marty auf eine ganz normale, beschissene Ausfahrt mitzunehmen. Und sein Onkel macht's einfach, weil das würdest du mit einem normalen 10-Jährigen auch machen. Und das finde ich so geil daran. Das stimmt, ja. Also wirklich die Kleinigkeiten finde ich daran so schön. Ich glaube, er ist nicht nur ein cooler Onkel, aber er tut auch das Richtige, auch wenn es nicht einfach, also einfach hinter dem Rücken von der Mutter, als sie Independence Day gecancelt haben, so trotzdem den Feuerknaller zu geben und dann einem 10-Jährigen eine Pistole in die Hand drücken. Also da muss doch seine Schwester was arg dagegen haben und macht es trotzdem. Ja, also schon sehr cool. Ich hab keine Kinder, aber ich habe eine Neffe und eine Nichte und ich hoffe, ich kann auch mal denen Silberkugeln gießen lassen, wenn die 10 Jahre alt sind. Wie viele Jahre hast du denn noch Zeit bis dahin? Oh, noch ein paar, also 8 oder so, das passt. Okay, dann geht's ja noch. Das ist gut, Silber ist teuer, da muss man drauf sparen. Okay, ich wette, die kann man hier kaufen, ehrlich gesagt. Ich wette, wenn ich fragen würde, Silver Bullets, würden die sofort so, 9mm, 45, what you need, I got it. Ich meine, das ist hier. Warte mal, ich guck. Wie standet ihr denn so? Ja? Ich google das gerade, ob ich die kaufen kann. Aber ja, okay. Dann kaufe ich die für meinen Neffen. Nee, aber. Nein, aber jetzt mal davon abgesehen. Wie gesagt, das ganze Thematik mit Marty und seiner Familie, die haben wir ja jetzt erstmal abgesprochen. Aber es gibt ja auch noch andere Charaktere, die wie gesagt relativ blass bleiben. Aber wie standet ihr denn zu der Argumentation von dem Priester, als er dann begreift, dass er ja doch Teil des Problems ist? Ich glaube ihm, dass ihm das zu Anfang nicht bewusst war. Das ist ja auch in der gesamten Werwolf-Mythologie so ein relativ gängiges Thema. Aber als ihm das bewusst wird und er diese Idee von alles dient Gott, auch das Schlechte, dann so formuliert, wie steht ihr dazu? Ich glaube, er möchte einfach keine Konsequenzen ziehen. Er möchte einfach weitermachen und quasi versucht, sich rauszureden. Okay. Flo? Ja, Gott wird schon richten. Das ist wieder so eine unsympathische religiöse Figur, wie wir sie schon öfter hatten. Ich glaube auch, dass er am Anfang tatsächlich nicht wusste, aber dass er auch wirklich nichts dagegen unternimmt, das macht ihn natürlich dann auch zum Bösewicht der Geschichte. Oft ist es ja so in Werwolf-Geschichten, dass der Werwolf so eigentlich das Opfer des Fluchs ist. Das kommt hier nicht so rüber. Das stimmt. Das fand ich auch, ja. Naja, aber ich fand seine Argumentation doch recht schlüssig, als er dann zum Beispiel den Frauenschläger da wegräumt. Da war ja eben auch der eingebaute Gag, der haut extra aus der Stadt ab, um da in Sicherheit zu sein. Und der Werwolf haut auch aus der Stadt ab, um in Sicherheit zu sein. Und kascht sich dann eben den Typen, der seine Frau zu Hause verprügelt hat die ganze Zeit, und mucks den ab. Das fand ich schon ganz nett. Aber
nein, alleine diese Argumentation, ja, es trifft doch die Richtigen, dann ist das vielleicht doch kein Fluch, sondern das, was ich tun muss, die fand ich auf einer gewissen Ebene doch nachvollziehbar. Ja, aber das trifft bei diesem einen Opfer zu und bei allen anderen nicht, deswegen, nee. Okay. Dazu hätte die Geschichte anders aufgebaut werden müssen, dass er richtig so als Anti-Held dargestellt wird. Das hat für mich jetzt hier auch nicht wirklich gepasst. Ja, es war fast unwichtig, wer der Werwolf war. Also so, ich fand es auch lustig, wir reden über Tarker Mills. Ich meine, wie groß kann das Dorf sein? Oder nebenan ist auch Chester Mills, das ist Under the Dome. Und da gibt's ja, also die werden ja immer wieder erwähnt in seinen Büchern. Aber Tarker Mills ist eine Kleinstadt, aber das war so ein Nebensatz, wo er schrieb, ich glaube, in der englischen Version war es so, our church circles don't touch. So, unsere Kirchkreise berühren sie. Also, er kannte mich nicht, weil unsere Kirchkreise uns nicht berührten oder so. Genau. Und ich so, Verwaltungsbezirke halt. Ja, das ist so weird. Nee, nicht mal das, sondern der eine ist halt Methodist und der andere ist halt Presbyterian oder keine Ahnung. Und so, oh, that's weird, aber das stimmt. Das ist so realistisch eigentlich, so in, selbst wo mein Vater wohnt, sind es, glaube ich, ein paar tausend Leute, aber die haben 4 Kirchen und die sind wirklich bei den 4 Kirchen getrennt. Also, ja. Yeah. Übrigens, wenn ich kurz sagen darf, eine 45 Caliber Silberkugel wäre $20, also $19, 38 Cent. Und man kann sogar mit Bitcoin oder PayPal zahlen. Yay! Ich glaube, ich bestelle mal 2 für meinen. Yay! Genau. Aber echt, es gibt hier, ja, also ist kein Problem. Ja, nun gut, dann bist du hier mit der offiziellen Werwolf-Beauftragte, wenn es irgendwann mal so weit ist. Ja, ich heb mir mal die Seite auf. Das kann man immer gebrauchen. Ja, reden wir doch noch mal kurz darüber, warum es denn jetzt ausgerechnet wieder der Priester ist. Ich persönlich glaube ja, wir müssen das unbedingt einbauen, um im Sinne des Turms auch wieder korrekt zu bleiben. Es muss natürlich den Priester erwischen und nicht den Bauarbeiter, weil ja nur das Reine und das eigentlich ja potenziell Gute in der Lage ist, so ins Negative zu kippen. Ich vermute, es war ursprünglich gar nicht so geplant, sondern einfach, es ging um diesen Monat, da dachte sich King, okay, wie war das jetzt tot? Wir machen mal einen toten Küster und der Priester hatte irgendeine religiöse Vorahnung und findet ihn dann auch tatsächlich. Also, das ist meine Theorie, wie das entstanden ist und dann hat er das dann später aufgegriffen, um ihn zum Werwolf zu machen. Okay. So nach dem Motto, ich muss die Geschichte zu Ende bringen, welche Figuren habe ich denn, wer könnte es sein? Ja, genau. Wer kann den Weg? Wann habt ihr denn gewusst, dass es der Priester ist? Es ist immer der Priester. Es gab ja keinen Gärtner, also muss es der Priester sein. Irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte andere verdächtigt oder... Und ich weiß gar nicht, ob ich so drüber nachgedacht habe. Aber ich frage mich jetzt gerade auch, so in welchem Monat, als King das geschrieben hat, in welchem Monat hat er sich entschieden, dass es der Priester war? Weil das, also so April, Juni oder sogar nach dem 4. Juli? Also okay, jetzt fehlt ihm ein Auge. Wer ist es? Weil es ist wirklich so, am Anfang könnte es ja fast jeder gewesen sein irgendwie. Nee, also so. Da widerspreche ich euch komplett. Da bin ich wirklich der Meinung, dass wir wirklich so ein Ding haben. Es muss gewesen sein. Ich habe nur eine religiöse Figur. Die religiösen Figuren in King-Werken sind immer potenziell am Abschnappen. Vielleicht kam er ja drauf erst im Juli. Also vielleicht hat er genau die Idee, aber erst so halb mit der... Also du meinst, es war von Anfang an geplant. Ja, denke ich schon. Es kann auch sein. Also ja, ich weiß es ja nicht, aber... Weil, wie gesagt, guck mal, wir haben bei Carrie die religiöse Mutter, die schnappt ab und wird blöd und böse. Nee, es ist sehr King, das ist absolut richtig. Wir haben bei Salem Callahan, wir haben Callahan auch beim Turm. Wir haben immer religiöse Figuren, die in irgendeiner Form ins Böse schwappen. Ja, ja. Deswegen, ja, die Chancen sind sowieso hoch, dass er sowieso draufkommen würde, auch wenn er so letzte Minute, oh, okay, halt, wer ist denn überhaupt der Werwolf? Ach, klar, der, you know, Preacher is the Werewolf, you know. Aber ja. Ich glaube sogar, du könntest recht haben, dass es vielleicht nicht von Anfang an geplant war, aber dass es dann, ach ja.
Walter King ist. Ja, was soll es also sonst sein, ja. Im Unterbewusstsein, also nee, wir haben alle recht, weil im Unterbewusstsein natürlich ist es Stephen King, es war schon immer der Priester. Und dann, aber als er dann wirklich drauf kam und es so schrieb, das, ja, das ist ja fast unwichtig. Aber klar, ja, ja. Wer sonst? Ich meine, in Tucker Mills, wer sonst? Ich meine, irgendein, also so King, also wer, der da irgendwie gerade durch die Stadt zieht, dieser verdächtige Person, das ist also diese Red Herrings, so das ist so typisch, dass sie in der Geschichte sind, aber die sind dann nie tatsächlich die Schuldigen, genau. Sondern, also nein, das wäre und, nicht und Stephen King. Und auch rein von der Dramaturgie her, du kannst ja die Geschichte nur so aufbauen, wie du sie aufbaust, gerade gegen Ende hin, weil eben ja niemand denkt, dass der Priester da böse sein könnte, selbst wenn man ihn aktiv verdächtigt. Wenn das jetzt eben schon der frauenschlagende Bauarbeiter gewesen wäre von Anfang an, eben, ja. Dann hätte da ja keiner 3 Minuten drüber nachgedacht, den auf Verdacht mal zu verhaften. Also, ja. Ich habe zuerst mal gedacht, okay, der Priester ist es, als der Neary sagte, ach, es gibt ja nur einen Menschen in der Stadt, der eine Augenlarbe hat und selbst meine Mutter wäre wahrscheinlicher. Da dachte ich, okay, wer könnte das sein? Der Priester. Ja, ja. Das war schon ein Hinweis, das stimmt, ja. Vor allem, wenn, sobald ich gelesen habe, ist es nur einer, dann so, okay. Ich glaube sowieso, dass das Ganze nicht als Mystery-Story aufgebaut war. Wer ist es denn jetzt, sondern es ist ja einfach eine ziemlich geradlinige Erzählung. Man erfährt ja relativ früh auch, wer es ist dann. Was heißt früh? Nach der Hälfte des Jahres, aber die ersten 6 Monate, wenn wir ehrlich sind, da passiert außer den Morden ohnehin nichts. Und ja, ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte mit diesem Satz, aber ihr versteht mich. Ja. Wie fandet ihr denn generell die Darstellung von diesem Werwolf? Also auch, es wird ja dann auch viel aus seiner Sichtweise gedacht. Das fand ich persönlich sehr geil, weil eben wirklich dieses Verschwimmen zwischen menschlichen Eindrücken und tierischen Elementen. Das hat er, glaube ich, finde ich, sehr gut getroffen, das Ganze. Und auch der Wolfstraum an sich, der war auch sehr eindrücklich und hübsch beschrieben. Stimmt eigentlich, stimmt. Was so die Werewolf-Mythologie selber angeht, war das auch, ja, nicht unbedingt einfach in der Formel nach, sondern er hat ja eine gute Mischung aus eben Wolf und Mann und das auch sehr gut beschrieben, glaube ich. Und wie er sich verwandelt und das Ganze, das hat er nicht vergessen oder nicht rausgelassen. War schon sehr gut. Das stimmt. Flo, du wolltest gerade was sagen? Ich wollte dir auch zustimmen, ausnahmsweise mal. Ja. Okay. Ich glaube, hatte er nicht menschliche Augen? Zum Beispiel, ich glaube, normalerweise war es immer so, oh, Wolf, also ist eher so an der Wolfseite. Und ich glaube, eins, was mir im Kopf blieb, war das, was das gesagt wurde, dass er menschliche Augen hatte, irgendwie sowas. Mhm. Und so, okay, das ist, glaube ich, anormal, so wenn ich die meisten Werwolf-Filme denke, haben die immer so gelbe Wolfsaugen, leuchtende Augen irgendwie so. So, okay, cool, ja. Aber das wird auch allgemein sehr schön thematisiert, da gibt es nämlich ein Zitat. Nun, das ist unwichtig. Er ist schlauer, als sie denken. Sie sprechen von einem Mannwolf, aber sie denken immer nur an den Wolf, nicht an den Mann. Right, ja. Yep. Jonas? Die Augen werden übrigens als grün leuchtend beschrieben. Ah, okay. Ja, aber war da nicht auch irgendwas, dass es so noch als menschliche, also weil es menschliche Augen waren, war das irgendwie ein bisschen. Keine Ahnung. Es wird häufig was gesagt, dass es irgendwie Wolfsspuren sind, aber auch irgendwie menschlich aussehen und auch das, Heulen, irgendwie Wolfsheulen, aber trotzdem irgendwie menschlich. Ich denke mir immer, okay, wie soll ich das anhören? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, gerade die Augen, die waren es nicht. Wie standet ihr denn zu der Verwandlungssache eigentlich? Ich meine, wie gesagt, es gibt ja diverse Theorien, wie Werwölfe zu Werwölfen werden, aber es gibt dann den schönen Satz, ich bin von keinem Wolf gebissen und von keiner Zigeunerin verflucht worden. Es ist einfach passiert. Im vergangenen November habe ich ein paar Blumen für die Vasen in der Sakristei gepflückt, neben diesem hübschen kleinen Friedhof am Sunshine Hill. Solche Blumen habe ich noch nie gesehen. Und sie waren tot, noch bevor ich in der Stadt war wieder. Sie wurden alle ganz schwarz. Stimmt, das war komisch. Das stimmt. Schon fast vergessen. Aber ja, genau. Das ist eigentlich sehr merkwürdig für Werewolf-Mythologie.
Ja, ich fand auch, das ist irgendwie nicht so Kanon, aber ich hab's halt einfach hingenommen, weil bleibt dir denn anderes übrig? Aber es ist mir schon aufgefallen, so okay, aber so ja, was dagegen hat, ist okay, das ist halt ein bisschen anders, aber alright, ja, yeah, passt. Ja. Es ist übrigens gar nicht so weit weg von der natürlichen Werwolf-Geschichte. Da gibt's auch Elemente, wo du das mit Blumen machen kannst. Da komme ich dann gleich nochmal dazu. Okay. Ja, ich dachte, vielleicht kenne ich das einfach nicht aus irgendeiner Mythologie oder so, aber ich dachte immer so, dass das Typische, man muss gebissen werden, oder irgendwas ganz Spezielles am Vollmond machen. Aber ich dachte, es ist normalerweise von einem anderen Werwolf gebissen werden oder so. Ja, keine Ahnung. Ich habe gerade auch noch mal nachgeguckt. Es ist der blaue Eisenhut. Genau. Der wird mit der Werwolf-Geschichte öfter in Verbindung gebracht. Genau. Komme ich, wie gesagt, gleich noch drauf. Reden wir gleich noch drüber. Cool, yeah. Oh. Frage an dich. Ging dir das auch so, wenn er erzählt, dass er diese lustigen kleinen Blümchen an einem Friedhof irgendwo anders da gepflegt hat? Ich persönlich, wir haben ja über Briefe aus Jerusalem uns mal eine Zeit lang unterhalten. Und ich persönlich hatte da irgendwie den Verdacht, dass er an diesem Friedhof da rumsteigt. Das ging mir eigentlich nicht so. Natürlich hatte ich so die, wir hatten ja schon öfter Friedhöfe oder vergrabene Friedhöfe, gerade im Friedhof der Kuscheltiere wieder. Ich habe mir schon gedacht, dass da was sein könnte, irgendeine Macht, aber jetzt auf den aus Brief in Jerusalem bin ich jetzt nicht gekommen. Weil den hatte ich ganz stark so im Gefühl, dass das der ist, weil eben dieses, da war ja auch eben dieser Wurm im Boden und er verseucht ja mit seiner Boshaftigkeit auch das ganze Gelände und so weiter. Das hat mich doch durchaus daran sehr erinnert, weil, ja, wollte ich nur erwähnt haben, dass mich das daran so ein bisschen erinnert hat. Aber da werde ich wieder wie immer überinterpretieren. Vermutlich. Ansonsten, was, wie gesagt, ich unglaublichen Spaß an der Geschichte hatte, war jetzt wirklich weniger der Inhalt und die Handlung. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ging es euch so, dass ihr da jetzt wirklich beim Finale mitgefiebert habt, ob es Lord geschafft oder hattet ihr da keine Zweifel? Oder weil das war mir eigentlich egal. Oh, doch, ich fand's doch. Also ich habe das ich habe es auch in einem Tag gelesen so, aber ich habe das den Rest noch auf jeden Fall noch schnell zu Ende gelesen, weil es war schon ziemlich spannend so. Okay, was? Irgendwie dachte ich natürlich, es kann nur in einer Weise passieren und aber doch, ich will es mal gelesen haben auf jeden Fall. Also sobald die Silberkugeln gegossen wurden, war es glaube ich klar genau was wie passiert irgendwie, aber ein 10-Jähriger im Rollstuhl mit einem Revolver? Na, natürlich. Was kann schon schiefgehen? Das will ich schon gelesen haben, auf jeden Fall, ja. Ich fand's auch schön und spannend zum Schluss, aber ich hatte irgendwie nie Zweifel, dass Martin den Werwolf besiegt. Also, das war für mich klar. Richtig, right. Ja, ich habe auch gehofft, dass Martin siegt. Ich war mir aber nicht sicher, weil ich habe mich schon oft genug geirrt. Okay. Nein, also was mir halt in dem Buch aufgefallen ist, was mich irgendwo dann gegen Ende hin gestört hat, ich glaube wirklich, dass das Buch so in zwei Stücken entstanden ist. Der hat das Ding geschrieben und am Anfang wollte er mal seinen Englischlehrer ausführen. Da saß er halt besoffen in seinem Arbeitszimmer und hat sich gedacht, ich mache jetzt einfach mal was aus blöden, reinen Blödsinn. Und ich möchte, dass das jetzt schön klingt. Und in der ganzen ersten Hälfte, du hast einen unglaublich genialen Pathos in dem Buch. Du hast ein wunderschönes Setting. Du hast alleine die Einstiegssequenz. Dieses herzlose Lied des Sturmes spottet Gott und dem Licht. Es kündet von schwarzem Winter und dunklem Eis. Das sind so Sätze, die schreiben nur Englischlehrer. Die sind wunderschön. Ich habe da auch einen unglaublichen Spaß dran. Aber sobald er dann in die verzwickte Position kommt, dass er ja blöderweise in seine Kalendergeschichte doch noch sowas wie eine Handlung reinbauen muss, verliert für mich das Buch unglaublich an Substanz. Weil eben dann eben dieses Setting Punkt. In den Hintergrund rückt. Muss gerade, weil es hatte auf mich auch einen Eindruck. Ich habe es zuerst im Englischen gelesen und da kam mir sofort die Frage, so praktisch beim ersten Satz, so, oh, ich frage mich, wie die das übersetzt haben. Halt, vielleicht finde ich das Englische, weil das ist ja auch nur ein Satz, kann ich auch. Oh ja, yeah, okay.
Ist es hier? Oh, ich lese einfach mal die ersten zwei Sätze. Somewhere high above the moon shines down fat and full, but here in Tucker's Mill, a January blizzard has choked the sky with snow. Choked the sky with snow. Das ist, ja, das ist schon sehr King eigentlich. Ja, aber eben, auch sehr so, ja, so romantisch, genau, so diese, ja, romantische Romansprache irgendwie. Aber ich finde halt wirklich, dass die sehr gelitten hat, ja, sobald er eine Handlung reinbauen wollte, unbedingt. Die orangene Stadt. Ja, das ist, ja, ist eigentlich sehr, sehr, ja, fluffy, rosig geschrieben. Er hat versucht, so viel wie möglich unterzubringen in dem, ja, bisschen Platz, was er hatte. Aber was du eben gesagt hast, Dela, dass du denkst, es wäre zweigeteilt entstanden, da hast du vollkommen recht. Hm. Er beschreibt nämlich im Vorwort, dass er die erste Hälfte während der Wartezeit auf einen Flug und während eines Fluges geschrieben hat. Und dann lag die Geschichte erstmal einige Wochen, okay, Monate irgendwo in einer Schublade. Und ich glaube, das merkt man auch. Das merkt man auch, weil auch in der zweiten Hälfte werden auch die Kapitel länger und da beginnt die Geschichte sich erst tatsächlich zu entwickeln. Die ersten voll Kapitel durch und ja, ich meine, ja, du bist in der Hälfte ist man schon bei September praktisch und genau, dann ist die zweite Hälfte, also genau, ja. Genau. Und das merkt man der Geschichte auch wirklich an, dass er dann irgendwann gedacht hat, oh, ich muss die ja doch mal zu Ende schreiben und wie mache ich das denn jetzt und diese Zweiteilung liest man raus. Wenn ich euch jetzt so fragen müsste, welche von den beiden Hälften hat euch dann besser gefallen? Die hübsche oder die inhaltliche? Die, ja, inhaltliche, ganz klar. Ja, das überrascht mich jetzt überhaupt nicht, Jonas. Ja. Der Stil, der in der ersten Hälfte, Substanz, wenn man es so nennen will, ist in der zweiten. Ich würde auch die zweite Hälfte bevorzugen. Mich hat die erste Hälfte schon interessiert. Also, ich dachte, also als ich so die ersten zwei Paragraphe gelesen habe, dachte ich so, oh fuck, wie, also das ist einfach dicht. Ich muss ja wirklich fast denken ein bisschen, so die ganzen Wörter definieren und weil das einfach, das ist so ein wildes Bild so im Kopf, was er da malt. Aber das macht auch total Spaß. Also ich war total hingerissen. Ich glaube, wenn es dann so weit, ich weiß nicht, also ich habe das ganze Ding, das war so kurz. Es ist schwer zu, weil ich bin das ganze Ding einfach durch. Ich glaube, also nicht, dass ich jetzt von der zweiten Hälfte gelangweilt wurde oder so, sondern es verwandelte sich auf jeden Fall mittendrin zu was völlig anderem, aber so die erste Hälfte war immer noch sehr einfach cool zu lesen. Also hat einfach Spaß gemacht zu lesen. Also als Literaturwerk ein bisschen. So, mhm, oh, okay, hier ist eine Werwolf-Story, ein bisschen kitschig mit Valentine's Day und so, aber ja, eben doch, so dicht. So, ich musste meine Gehirnzellen ein bisschen anstrengen und so für ein schwachsinniges Werwolf-Story. So, oh, okay, ja. Mhm. Ja, und wie gesagt, mir ging das auch so, aber ich habe halt wirklich, weil ich an der Geschichte an sich überhaupt kein Interesse hatte. Mir hat der erste Teil wahnsinnig gut gefallen. Ich habe da wahnsinnigen Spaß dran gehabt. Aber für mich ging dann so ein bisschen der Spaß dran verloren, als er dann unbedingt da eine Geschichte draus machen wollte. Heißt du, ja, okay, ja, ich weiß es nicht. Also, dann war ich irgendwie drin und dann wollte ich mehr, also mehr Details, mehr einfach und dann kam auch mehr, also dann verlangsamte sich das Tempo und es kam, you know, eher eine Geschichte dran. Ich glaube, die es passt irgendwie, auch wenn es ein völlig anderer Stil ist, so weil es so kurz ist, funktioniert es. Wenn es ein wirkliches Buch wäre, ist zu kurz, um es zu versauen, da gebe ich dir vollkommen recht. Genau, wenn es so vier Kapitel, so 100 Seiten in einem Stil waren und dann ist man mittendrin und plötzlich ändert sich alles so, hä, was habe ich gerade gelesen? Dann, ich glaube, das wäre einfach verwirrend und irgendwie so off-putting und keine Ahnung. Und dann würde ich die zweite Hälfte nicht mögen, weil ich bin ja in dem Buch drin, weil ich die erste Hälfte mag. Also und dann bin ich ja schon mittendrin. Aber das Ding ist so kurz, dass ich glaube, es hat einfach gepasst. Also ja, beide Hälften waren okay, ja. Also. Okay. Habt ihr jetzt erstmal noch Schlüsselszenen, über die ihr generell reden wollt? Weil sonst würde ich erstmal über die Symbolik und die ganze Werwolf-Thematik reden. Der Bauer, der eklige Bauer, der seine Frau irgendwelche Geschlechtskrankheiten gab und einfach im Arsch war, dass er Elmer hieß. Das habe ich sogar auch, ich habe bloß so vier, fünf Stichpunkte aufgeschrieben, aber
eines davon war Always a Farmer Named Like Elmer. Ich glaub in Men in Black mit Will Smith und so war es Egger oder irgend sowas. So Egger. Okay. Keine Ahnung, aber es muss irgend so ein Name sein. Okay, das, ja. Also das ist so ein Insider-Gag bei euch, dass ja. wie bei uns, Martin ist kein Name, Martin ist ein Schicksal. Ja, also okay. Elmer heißt in der Realität, glaube ich, keiner. Elmer Fudd. Ja, also mein Großvater kannte vielleicht noch Elmers. Also die gab es mal tatsächlich so in der Generation, aber dann in der Generation von unseren Eltern ist es vielleicht eben der Bauer und da kommt das vielleicht her, aber jetzt heißt wirklich keiner mehr Elmer, glaube ich. Okay. Ja, es ist ein Markenname, Elmer's Glue. Also das ist ein Klebstoff und so, aber ja, nee. Okay. Ja. Ja, habt ihr noch irgendwelche Schlüsselszenen ansonsten? Ich hab nichts mehr. Okay. Du kannst loslegen, ja. Gut, dann reden wir doch mal ganz kurz über die ganze Werwolf-Thematik. Das Ganze ist eine Sache, die schon, ich sag mal, im kollektiven Gedächtnis schon relativ lange gängig ist, aber eben in mehreren verschiedenen Versionen. Es gibt die Tatsache, dass du den Werwolftum als Götterfluch erfahren musst, aber es gab dann eben später in anderen und verschiedenen Kulturen auch noch diverse andere Möglichkeiten, wie du zum Werwolf wirst. Wir haben schon erwähnt, wie gesagt, die eine gängige Variante, die uns immer präsentiert wird, ist, dass du eben irgendwelche lustigen Rituale bei Vollmond durchführen musst. Das ist so die Film- und Fernseh- und Feld- und Wiesen-Variante. Dann natürlich die Variante, dass du gebissen werden musst von einem Werwolf. Aber, und jetzt kommen wir eben wirklich auch in die regionalen Geschichten, zum Beispiel in der ganzen germanischen Mythologie und so weiter, da kommt zu einem großen Teil auch dieser Begriff des Berserkertums dazu. Und da kommen wir wirklich zu drogeninduzierten Verhalten. Und das ist eben zum Beispiel die Geschichte mit dem blauen Fingerhut, dass man da eben wirklich durch Salben und ähnliche Dinge, die eben gewisse halluzinogene Wirkungen hatten, einen einerseits schmerzlindernden Zustand und verhindernden Zustand erreicht hat und eben eine gesteigerte Aggressivität. Das ist aber eben vor allem im germanischen und slawischen Raum die gängige Interpretation. Und da diese Menschen halt ab und zu mal dann mit irgendwelchen Wolfshäuten oder Tierhäuten generell waren halt auch oft Bärhäute, deswegen Berserker, eben dann durch die Gegend gerannt sind und irgendwelchen Leuten was auf den Schädel gehauen haben. Deswegen hat sich das eben durchgesetzt, diese Verknüpfung mit der Tierseele. Aber die reine Tatsache, die Verknüpfung mit Pflanzen dazu zu nutzen, die ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist nur nicht die gängigste. Das ist interessant. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, so dieses Berserker. Das ist interessant. Ja, okay. Und was noch dazu kommt, es gibt da halt auch noch tausend andere Varianten. Also zum Beispiel, wenn du einen Ring aus Menschenhaut hast oder einen Gürtel aus Wolfsfell und so weiter und so fort. Also da gibt's ganz viele Varianten. Aber man muss halt noch unterscheiden, entweder es gibt eine komplette Verwandlung in ein Tier, die eben auch die Seele umfasst, oder es gibt halt wirklich die eingebildete, scheinbare Verwandlung. Dann wäre eben der Punkt, dass auch der, in Anführungsstrichen, Werwolf sich an nichts mehr erinnern kann und nur noch die Spuren seiner Tätigkeit halt findet. Also das ist so ein bisschen in der Mythologie eine Streitfrage. Sind das noch wirklich auch Menschen in ihrer Erscheinungsform? Oder haben sie quasi nur die Seele dann eines Tieres und reagieren dementsprechend? Ja, genau. King greift ja das Thema Werwölfe auch noch öfter auf oder zumindest auch Werkreaturen. Also wir sehen ja noch andere Verwandlungen. In Talisman begegnet uns ein Werwolf, in S begegnet uns ein Werwolf. Und was interessant ist an dieser Werwolfsmythologie ist ja diese Abneigung gegen Silber. Also was bei Vampiren Knoblauch und Weihwasser ist, ist ja bei Werwölfen das Silber. Und da haben wir einige Kreaturen auch bei ihm, die auch mit Silber besiegt werden können. Eben Pennywise in Ace oder die anderen Wesen, die als Outsiders bezeichnet werden, da kommen wir dann später mal drauf. Die haben alle so gewisse Punkte, die alle ähnlich sind. Und auch die alle sind mit Silber zu bekämpfen.
Aber auch das ist halt generell in der Mythologie ein relativ verwendetes Ding. Also diese Tatsache von Silber, um das Böse zu bekämpfen, das ist eine relativ gängige Sache. Also das hat sich nicht King ausgedacht, sondern das ist halt ein bekanntes Mittel. Ja. Und was er hier noch mit drin hat, ist, wie gesagt, dieses Oberthema der Bestie im Menschen, was er ja in diversen Hinsichten eben gerne mal pflegt. Aber was er halt besonders gerne an seine religiösen Figuren bindet. Und das zweite Opfer, da haben wir ganz viel dieses Element der Wolf als Symbol von Lust und Gier. Weil sie ja so diese, ich sag einfach mal, untervögelte Frau ist, die dann dem Ganzen zum Opfer fällt und so weiter. Also hier wirklich auch diese Verknüpfung von Wolf und Wollust und Sünde und so weiter und so fort. Ja, das wäre eigentlich auch zur Symbolik erstmal das, was ich dazu hätte. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen dazu habt, was? Weiß nicht, ich wollte gerade fragen, wie viele, weil ich war großer Fan von so Werwolf. Ich war großer Fan von allen Vampir, Mummy, was auch immer, Werwolf-Filmen in den 80er, 90er und das Ganze. Also, und da gab's auch Rollenspiele und das Ganze mit Werwölfen und so. Also habt ihr auch American Werewolf in London und dann gab's in den 90er Jahren American Werewolf in Paris und ich weiß nicht welcher, es gibt einen, wo er neben diesem Werwolf sitzt in dieser Schule oder keine Ahnung was, und das tut ihm erstmal nichts und er soll quasi, er will das Blut damit auflecken und muss dann aber halt kotzen. Ich weiß nicht welcher Film das ist, aber den fand ich putzig. Ja, es gibt also Teen Wolf, eine Komödie. Ja, also mit das war mit Michael J. Fox. Mit Michael J. Fox, yes. Ja, genau. Also ja, also sowas habe ich auch schon immer gemacht und deswegen so eine weitere Werwolf-Geschichte, also bin ich immer interessiert und dann auch, ja, also auch so die Mythologie dahinter finde ich halt faszinierend. Also die eigentliche, so was von den Märchen kommt oder was von den vom 19. Jahrhundert, von den Romanen, von dem, you know, wo auch Dracula und das Ganze herkommt und Frankenstein und das Ganze. An der Stelle sei übrigens empfohlen, es gibt da ganz, ganz viele wundervolle Podcasts. Ich kann euch die jetzt gerade nicht aus dem Kopf sagen. Ich weiß, es gibt da eine ganz fantastische Sendung. Mir fällt leider gerade nicht ein, von wem, aber ich glaube, es waren die Lesser Burner Parts. Auf jeden Fall mit dem guten Menschen von The Eastern Border. Die haben mal eine Folge zu Werwölfen und Werwolf-Mythologie gemacht. Die werde ich euch auch verlinken, wenn ich sie denn wiederfinde. Aber Eastern Border, ich glaube, der kennt sich ein bisschen aus. Also der ist, wie sagt man, Latvian? Latland? Ja, genau. Latländer? Yeah. Lettland. Kristaps Andreasons, der ist genau. Cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das eine sehr interessante Folge. Ich weiß bloß eben nicht mehr, ob er das in seinem eigenen Format gemacht hatte oder als er bei den Lesser Burner Parts war. Da muss ich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall, der hat da eine sehr tolle Folge eben zu Werwolftum und so weiter gemacht. Und es gab, aber da bilde ich mir ein, das könntest sogar du gewesen sein, Travis, gab doch mal eine Folge zu Werwolfprozessen in Deutschland. Warst das nicht du? War das nicht? Ich glaube, ist das vielleicht eine geheime Kabinettfolge vom Butler? Ich bin mir echt nicht sicher. Er hatte auf jeden Fall eine ähnliche. Ich weiß jetzt nicht, ob es Werwolf war. Aber ja, also nee, ich selber glaube, ich war das nicht. Aber auf jeden Fall, nicht. Wenn ich die Folgen finde, ich werde sie euch verlinken. Die könnt ihr auf jeden Fall anhören. Die sind sehr interessant. Ich frag mich manchmal, ob in Europa, was in Europa Werwolf, so Mythologie und Legenden und so war, ist bei uns eher Bigfoot oder wird durch Bigfoot ersetzt. Genau. Weil ich bin nämlich 10 oder 100 Mal größerer Bigfoot-Fan und ich liebe diese Geschichten und ich will wirklich daran glauben. Also ich beuge meine Skeptik, wenn ich über Bigfoot höre und spreche, weil ich wirklich mitten im Gebiet von Bigfoot-Country komme. Und wenn man da einfach, also jeder hat irgendwie mal Bigfoot gesehen oder der Onkel hat Spuren gesehen, keine Ahnung, jeder hat Fotos und alles Mögliche. Und tatsächlich gibt es wahrscheinlich null wissenschaftlichen, echten Beweis für Bigfoot. Und ich glaube einfach, so stelle ich mir ein bisschen das Ganze im 19. Jahrhundert vielleicht in Europa vor. So alle haben Werwolf-Geschichten und
man will irgendwie ein bisschen so, vor, also ihr habt ja vielleicht kein Halloween, aber so vor allem um diese Jahreszeit, um Halloweenszeit, ist es halt wirklich beliebt, so okay, welche gruseligen Geschichten kennen wir, und da kommen alle Horror-Tropes raus und werden ausgepackt, und ja, also Werwölfe dürfen da nicht fehlen, auf jeden Fall, finde ich, so war genau. Ich schon immer ein bisschen, ja. Und Bigfoot auch. Flo, du wolltest gerade noch was an? Ich glaube, die Hoxillas hatten mal eine Werwolf-Geschichte. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar eine, die bei mir um die Ecke gespielt hat. Es gibt nämlich hier die Geschichte vom Werwolf von Moorbach, so in der Ecke des Flughafens Frankfurt-Hahn. Das ist ja bei mir hier wirklich um die Ecke. Und die ist so, also diese Legende ist noch gar nicht mal so alt. Stammt, glaube ich, so aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Und da gab es angeblich auch hier einen Werwolf. Okay, auf jeden Fall alle diese Folgen, die ich da meine, werde ich euch da mal verlinken. Wie gesagt, vorausgesetzt, ich finde sie wieder, weil das sind alle Sachen, die sind mindestens 3 Jahre alt, aber sehr lohnenswert. Und generell, Dark Myths Collective könnt ihr euch gerne auch immer alles anhören, da fällt viel, 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 viel Gutes raus. Gut. Symbolik soweit abgehakt. Jonas, dich frage ich gar nicht erst, weil ich weiß, dass du über Symbolik drüber wegliest. Ja. Hervorragend. Dann kommen wir doch kurz zu den Querverweisen. Da habe ich jetzt eins gefunden. Liebe wäre wie Rosen in der Dämmerung. Flo, du hast sicherlich auch noch eine? Ich habe über Tarkas Mills, beziehungsweise Tarka Mills, so wird es im Film genannt und im Hörbuch, aber tatsächlich ist Tarkas Mills, also der Ort kommt nicht nur in diesem Buch vor, sondern auch in die Arena. Da ist es der Nachbarort von Chester's Mills. Yeah. Und Under the Dome, glaube ich, auch. Also auf jeden Fall in. Das ist die Arena, ja. Das ist der deutsche Titel. Alles klar. Ah, ja. Achso. Stimmt. Das ist logisch, ja. Ah, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so. Dann Maine generell, hat irgendwie hunderte von Bücher von King, finden in Maine statt. Und in Maine ist eigentlich nichts. Also Maine ist komisch, dass da so viel passiert eigentlich. Ja, keine Deswegen Ahnung. Deswegen sind die meisten Orte auch erfunden. Ja, also Maine ist ein ziemlich großer Staat und auch wunderschön soll es sein, aber auch ein bisschen, ich glaube, ja, keine Ahnung, ist er dort aufgewachsen? Ich vergesse das immer, seine Beziehung zu Maine. Aber er wohnt nicht mal da, oder vielleicht doch jetzt, aber nicht immer. Doch, also nicht immer, aber ist, glaube ich, er wuchs dort auf, okay. Genau, okay, und er wohnt jetzt auch wieder da, in Bangor. Ich glaube, ich würde auch immer über Oregon schreiben, wenn ich immer, weil Oregon ist auch, da könnte alles sein, eben auch Bigfoot und alles Mögliche, was einfach, es ist sehr, sehr rural, also sehr landlich. Es sind da nicht so viele Leute, es ist nicht sehr eng bevölkert. Und das heißt, wer weiß, die Wälder haben noch ein bisschen so mysteriöse Weise um sich, und da können noch unbekannte Dinge passieren, so theoretisch. Ja, ich glaube, Maine und ein paar westliche Staaten haben das gemeinsam. Haben auch bestimmt überdurchschnittliche viele so UFO-Besichtigungen, so stelle ich mir mal vor. So, ja. Ansonsten, wie gesagt, die Verknüpfung habe ich ja schon erwähnt, dass ich bei dieser Blumengeschichte so ein bisschen diesen Friedhof von Salem's Lot da im Kopf hatte, beziehungsweise von Briefe aus Jerusalem. Und das fünfte Opfer des Wolfs ist Clyde Corliss. Und Clyde ist auch am 28. September auf der Beerdigung von Danny Glick aus Brennen muss Salem. Und da nie die Rede davon ist, dass er von so einem Vampir gebissen worden ist, ist relativ verhältnismäßig sicher davon auszugehen, dass er einer der wenigen Überlebenden von Jerusalems Lot ist, der dann halt statt einem Vampir einem Werwolf zum Opfer fällt. Aber deswegen scheint das wohl alles gar nicht so weit voneinander weg zu sein. Und deswegen glaube ich halt auch, dass das realistisch ist, dass das derselbe Friedhof ist, von dem wir reden. Oh, okay. Vielleicht interpretierst du zu viel, aber du könntest recht haben. Es ist eine gute Theorie auf jeden Fall. Ich meine, wie viele Friedhöfe gibt es zwischen... Es sind 2 kleine Dörfer, das kann schon sein, ja. Yeah. There you go. Gut, Jonas, hast du noch irgendwas dazu? Nee, da muss ich auch passen. Okay, dann reden wir doch kurz über die Verwertungen, die es da gibt. Wie gesagt, Travis, wenn du kurz über den Film reden würdest, das wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Über den Film? Ja.
Nee, diesen Film habe ich gar nicht mal so geguckt. Ich hab so. Den Fluch oder so gesehen. Ah, okay, gut. Ja. Yeah. Aber auf jeden Fall, es gibt einen Film. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie schlimm er ist, aber ist nicht. Ja, Flo? Ich habe jetzt gerade Corey Haim geguckt. Also den musste ich googeln, weil der war ja so ein Teenstar. Also der war im Film, aber da musste ich jetzt gerade gucken, wer das überhaupt war. Aber ja, jetzt will ich den auf jeden Fall sehen, obwohl. Ja, er war einer von den zwei Corys in den 80ern. Ja, ja, ja. Ein Riesenstar der damals, Film, like. Ja, waren sie beide. Wenn sie zusammen in einem Film auftreten, kann man die Filme auch wirklich gucken. Aber auch dieser Film hier, Silver Bullet, ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, das Drehbuch ist von King, was ja jetzt nicht unbedingt immer positiv ist. Ja. Man muss ihn nicht gesehen haben, aber er ist ganz nett. Marty bekommt einen Raketenrollstuhl. Also, ist ganz lustig. Okay. Ansonsten gibt auch nicht viel mehr her. Gibt es dann andere Verwertungen? Also wie gesagt, wir haben natürlich eine deutschsprachige und eine englischsprachige Version. Das Buch hat mehrere Titel im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so ist. Im Englischen hat das Buch nur einen Titel. Aber wie gesagt, ich habe immer nur, genau, Cycle of the Werewolf gesehen. Und der Film heißt halt Silver Bullets, also die Silberkugel. Genau. Ja. Gut, das übliche Hörbücher gibt es und das war es dann auch ziemlich. Und jetzt erklär uns nochmal den Zusammenhang mit dem Drehbuch hinten dran. Das ist meine deutsche Ausgabe hier aus dem Bastei-Verlag von ziemlich lange her. Und da ist halt die Geschichte drin mit den Originalillustrationen. Das Buch ist Deutschland 86 erschienen. Und da haben sie hinten dran auf Deutsch das Drehbuch von King noch mit abgedruckt als Drehbuch. Aber das ist schon das Originaldrehbuch, das sie dann auch wirklich für den Film verwendet haben. Genau, ja. Okay. Gut. Dann ist die Frage, habt ihr denn zu diesem Buch euch noch Zitate rausgeschrieben? Ich hatte ja jetzt schon im Fließtext quasi einige runtergebracht, die mir wichtig waren, aber habt ihr denn noch andere Zitate? Keine, nein, die nicht schon genannt wurden. Ja. Okay, dann habe ich noch eins, weil einer muss ja unsere Ehre retten. Er hatte in Vietnam gekämpft und war mehrfach ausgezeichnet worden. Er hatte erfolgreich längere Beziehungen zu einigen sehr energischen Frauen vermieden. Und jetzt sah er sich von seinem 11-jährigen Neffen in die Enge getrieben. Das ist schön. Das mag ich. Okay. Gut, dann bleibt mir eigentlich an der Stelle nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, Flo, fang du doch erstmal an. Das ist gemein, weil ich bin noch komplett unentschlossen. Gut, dann fangen wir mit Jonas an. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, weil einerseits, ich mag Werwolf-Geschichten und Werwolf-Filme und alles, aber insgesamt bleibt mir das Buch doch zu flach von der Handlung her. Sicherlich, es gibt viel, was man hinter den Zeilen lesen kann, aber ja, ich gebe insgesamt wohlgemeinte 12 Punkte. Okay, Travis? Was? 12 von was? Was ist, achso, was ist das Höchste? Achso, wir von 0 bis 19. Entschuldigung, ich dachte, das wusste von schon. 0 bis 19? Ja. Warum 19? Das muss man mir erklären. Weil 19 im King-Universum ein Sache in seinem Deck ist. Okay. Dann gebe ich es volle 19 Punkte. Mit einem Asterix. Weil ich glaube, hätte ich das Buch gekauft, wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht oder ich wüsste nicht, was ich drüber denken sollte. Aber weil ich es einfach online und einem PDF gelesen habe und einfach kurz durchgelesen habe, fand ich es toll. Und weil ich auf dieser Folge bin, gebe ich es ganze 19 auf jeden Fall. Okay, gut. Flo, hast du dir jetzt schon was überlegt? Ja, ich schwanke immer noch. Das Buch ist tatsächlich besser, als ich erwartet hatte. Und es tut nicht weh, es ist super schnell zu lesen, es macht auch Spaß. Ich muss es gut bewerten, ich gebe 15 Punkte. Siehst du, wie ich erwartet habe, wir müssen uns dieses Mal bei der Bewertung überhaupt nicht prügeln. Denn mir ging es genauso, ich würde auch 15 Punkte geben. Denn wie gesagt, ich hatte sprachlich mit dem Buch unglaublich viel Spaß. Yeah. Ich mag den Pathos, ich mag das Setting. Insgesamt finde ich das Ganze ziemlich geil. Und wie gesagt, was ich halt wirklich auch beachtenswert fand, war eben dieses Element Behinderung und den Umgang damit, der hier thematisiert wird, was ja eigentlich völlig ohne Not passiert. Also das ist ein Ding, das hätte er nicht machen müssen, aber es ist schön, dass er es gemacht hat.
Und deswegen bin ich wirklich auch bei 15 von 19 Punkten. Liegt aber halt auch wirklich daran, dass das Buch zu kurz ist, um es zu versauen. Mhm. Richtig. Also es ist, was es ist. Aber stimmt genau. Ja. Ja. Wäre es anders, wird es weniger Punkte bekommen. Aber so wie es ist, hey, es ist, was es ist. Und es war eine coole Story und auch nicht zu lang eben. Man konnte es einfach schnell durchlesen. Genau. Deswegen, ja. Also wäre Christine auf dieser Länge gewesen, hätte ich das besser bewertet. Aber andererseits muss ich dir halt auch zustimmen, Travis. Hätte ich dafür Geld bezahlt, wäre ich wahrscheinlich sauer gewesen. Hm? Weil, wie gesagt, für die paar Seiten brauche ich kein Buch für 30 Euro kaufen. Ich weiß nicht, wisst ihr zufällig, wie viel das Ding damals gekostet hat, wo es rauskam? Gute nein. Frage, ja, weil... Diese limitierte Erstausgabe war ziemlich teuer. Also er hat dafür Romanpreis genommen. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Also es war eine ziemlich limitierte Ausgabe, das erste mit den Illustrationen und so weiter. Hochgerechnet auf heute würde ich schon sagen, dass, ja, keine Ahnung. Okay. Nein, also das muss ich noch dazu sagen, es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr kurz. Also wenn man es kauft, muss man sich schon überlegen, ob man dafür denselben Preis nicht auch ein 1200 Seitenbuch holt. Na gut, wenn ihr an dem Punkt keine Ergänzungen mehr habt, dann würde ich zur Hausmeisterei überleiten. Sehr gerne. Gut, denn es gibt, wie gesagt, ein paar kleine Dinge, die wir haben. Erstens, wir hatten euch ja schon angekündigt, wir werden dieses Jahr wieder bei der Night of the Pots mitmachen. Ganz liebe Grüße an diese Stelle an die Kollegen vom Raucherbalkon. Es ist schön, dass ihr das Projekt wieder aufleben lasst. Und wir freuen uns darauf, da mitzumachen. Wie gesagt, Details dazu erfahrt ihr später. Ansonsten, wie gesagt, die Richtung wird die sein, dass wir dieses Jahr bis Blut noch kommen. Wenn es klappt, klappt's. Wenn es nicht klappt, klappt's nicht. Aber wir brauchen für Blut immer noch Menschen, die mit den Kurzgeschichten mitmachen wollen. Der TJ hat sich schon angemeldet, der hat allerdings uns noch nicht gesagt, welche von den 6 übrig gebliebenen Kurzgeschichten er machen möchte. Aber so oder so werden noch 3 übrig sein. Das heißt, da könntet ihr, wenn ihr Lust habt, euch gerne trotzdem noch melden und fuchteln. Dann würden wir da sehen, wer jetzt welche Geschichten mit uns macht. Und wenn es dann irgendwelche Doppelungen gibt, dann senden wir halt mit mehreren Personen. Das ist auch nicht so schlimm. Den Travis werdet ihr demnächst auch wieder hören. Der wird uns nämlich bei Der Fluch begleiten. Und damit sind wir dann, glaube ich, bei den Bachmann-Büchern auch schon relativ weit fortgeschritten, ne, Flo? Das letzte offizielle, später kommt noch Place. Ich weiß Regulator, grad... ne? Ach, stimmt, das kommt ja auch noch, ja. Also wir kriegen noch 2 Stück, die unter okay. Bachmann laufen, aber die nicht so ganz richtig Bachmann sind. Genau. Ah, okay. Ich dachte, Fluch war eines der letzten auf jeden Fall. So das Ende vom Bachmann-Ära irgendwie. Ja, genau, die anderen haben halt dann irgendwann rausgekramt gehabt. Genau, das war das letzte. Aber dann wusste man schon, dass er Bachmann war, glaube ich, oder? Genau. Ich mein, das Buch ging zu Ende. Es hatte keinen Punkt mehr, eben. Ja, so. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, ihr könnt uns auf verschiedensten Wegen kontaktieren. Wir haben natürlich einen Twitter-Account, über den ihr uns anlabern könnt. Ihr könnt uns auch alle einzeln anlabern, wenn ihr das möchtet oder wenn ihr lieber mit einem von uns direkt interagieren wollt. Und wir haben auch neuerdings einen Mastodon-Account, den ihr auch gerne besuchen könnt, wenn ihr möchtet. Und ihr werdet demnächst eine Sonderfolge von uns bekommen. Genau. Diesmal nicht mit einem schlechten Buch, sondern wir nehmen teil am Horror-Oktober. Und ja, lasst euch überraschen, was da auf euch zukommt. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, ich habe niemanden von euch den Feed gespammt, denn wir haben die Seite noch ein bisschen umgebaut. Und meines Wissens nach, es dürfte dabei aber nichts passiert sein. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt für euch ein bisschen übersichtlicher. Und ja, mal gucken. Wollte ich euch noch sagen. Sollte ich dabei irgendjemanden Chaos im Feed verursacht haben, dann tut es mir fürchterlich leid. Aber ich glaube, ich habe es erfolgreich vermieden. Gut, das müsste eigentlich zur Hausmeisterei auch alles gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, schaut in unsere Leseliste. Alles, was noch nicht durchgestrichen ist, ist noch komplett frei, aber selbst das, was durchgestrichen ist und noch nicht versendet wurde, da könnt ihr auch gerne trotzdem mitmachen, dann senden wir halt mit mehreren Personen. Ihr braucht dafür nichts weiter, ihr braucht nur ein Mikrofon oder irgendwas zum Reinsprechen und Skype oder Teamspeak, wobei uns Teamspeak lieber ist.
Wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr gerne besprechen wollt, dann meldet euch bei uns. Wir würden euch dann auch entsprechend die Version zur Verfügung stellen, sofern wir sie denn irgendwie reinschaffen können. Und falls ihr doch nicht mit uns reden wollt und aber doch irgendwie eine Meinung zu den Büchern habt, schreibt uns an. Wir nehmen das gerne in die Sendung mit auf. Genau. Gut, das soll es dann gewesen sein an der Stelle. Travis, ich danke dir ganz sehr, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, yeah, danke, ebenfalls. Und ich danke natürlich auch wie immer dem Flo, dass du da warst und diesmal nicht mal mir allzu schlimm widersprochen hast. Ich bin krank, das schiebe ich darauf. Und ich danke natürlich auch dem Jonas, dass er sich wie immer die Arbeit gemacht hat, die Inhaltszusammenfassung zu machen und ansonsten der Schiedsrichter in den Auseinandersetzungen zwischen mir und Flo ist. Ich danke dir. Gerne und auch vielen Dank für die Moderation. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, wir danken auch euch fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns auf eure Meinungen und auf eure Interaktion. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Was ist denn eigentlich die nächste Folge? Der Talisman. Ach du Scheiße. Ja, also viel Spaß dabei beim Talisman. Freut euch auf eine Folge, in der ich die ganze Zeit fröhlich auf einem Buch rumhassen werde. Wahrscheinlich nicht allein. Vermutlich werden wir nächstes Mal wieder einer Meinung sein, ja. Gut, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören, macht euch noch eine schöne Zeit, genießt das herbstliche Wetter und lasst es euch gut gehen. Ciao! Tschüss, bye! Tschüss.